Piranha und willkommen zu einer neuen Folge Brookhaven in Roblox. Ich verstecke mich heute in Izzys Haus. Sie ist noch nicht da, deswegen versuche ich mich jetzt hier irgendwo sneaky reinzuschleichen. Ich hoffe, sie hat ihre Tür noch nicht abgeschlossen oder so. Hat sie nicht. Okay, gut. Und dann verstecke ich mich jetzt hier und hoffe, dass sie mich nicht findet, okay? Meine Mission ist, dass ich hier den ganzen Tag irgendwie in Izzys Haus überlebe. Dass ich mir was zu essen holen kann mittags oder dass ich, ich weiß nicht, irgendwie schlafe. Ich glaube, die hat viele Zimmer in dem Haus, das ist gut, weil dann finde ich irgendwo einen Schlafplatz. Und, okay, ich muss mich jetzt langsam mal beeilen, wo ist denn ein gutes Versteck? Ich weiß nicht, wie sie nach Hause... Oh mein Gott, sie kommt schon nach Hause. Ah, kleiner Autounfall. Okay, alles gut, hat nichts passiert. Ich mal nach Borat, ist kaputt. Oben. Ich sag, gebe ich hier vielleicht. Oh ja, hier ist gut. Hier habe ich eine gute Sicht auf. Das Wohnzimmer, dann sehe ich, wenn sie reinkommt. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Warum weinst du denn? Hallo? Alles okay bei dir? Hat sie jemanden umgefahren? Möchtest du mitkommen? Oh Gott. Sie hat garantiert, hat sie jemanden umgefahren. Alles in Ordnung mit dir? Du. Oh, jetzt lachst du. Komm, warte, ich nehme dich mit rein. Du darfst bei mir zu Hause mitkommen. Komm mit. Oh, da ist noch ein kleines Mädchen. Hallo, möchtest du auch mitkommen? Okay, ich sag, das ist richtig, richtig gut für mich. Weil wenn dann die Geräusche machen, dann hört die Izzy mich nicht und denkt, das sind ihre anderen beiden Gäste. Das ist sau gut für mich. Hier, bitte sehr, alles klar. Dann Drops. Hier, willkommen in meinem Haus, ja? Haben wir nur drei Schlafzimmer? Oh, oh. Wenn sie zwei Gäste hat und wir nur drei Schlafzimmer haben, was mache ich dann? Nein! So, dann zeige ich euch auch mal eure Zimmer. Ja? Ich verstecke mich hier. Ist hier ist der Fahrstuhl. Das ist sau unauffällig. Kommt ihr mit? Hier einmal nach oben oder wollt ihr in der Garage schlafen? So, jetzt mal gucken, in welches Schlafzimmer ich euch denn reinstecke. Hier ist mein Safe. Oh, warte, den muss ich erstmal sichern, dass da hier niemand mein Safe klaut. So, mein ganzes Geld, das wollen wir ja wohl nicht. Hier ist oben drin. Ja, hello, alles klar. Hi, was geht ab? Was geht ab? Warum sind das so viele Leute? Okay, ich jage aber das auch. Nein, 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 nein! Ey, voll merkwürdig, mein ganzes Haus ist schon voll mit Leuten. Oh mein Gott! Can you adopt me? Das ist voll gefährlich. Komm, du, Nein, oh nein, hier ist doch jemand nicht. Okay, psst, psst, psst. Roommate, so bitteschön. Nicht verraten, nicht verraten, nicht verraten. Komm mit rein hier, Clara. Ich bin, psst, ich bin undercover. Hier, bitteschön. Sag mir, dass ich hier bin. Warum ist das da so ein Alien? Was hat denn die Izzy hier vor? Oh Mann, ist hier was. Was macht die denn für Hauspartys, wenn ich nicht da bin? So, ich lieb's ja gar schön. Nicht. Hier. This hier, ich muss irgendwie da hochkommen. Room. Ich muss irgendwie. Ah, oh, sie ist gerade oben. Denkt ihr, der Fahrstuhl ist sicher? Denkt ihr, sie geht jetzt durch den Fahrstuhl wieder runter? Was? Was? Okay, Moment, Moment. Wow. Ich verstecke mich im Bad. Ich verstecke mich im Bad. Möchtest du vielleicht. Hier, du da. Möchtest du ein Eis essen? Bitte, aus meinem Kühlschrank. Kannst du bekommen. Voll gastfreundlich, die Izzy. Du kriegst auch ein Eis von mir. So, bitteschön. Was? Nein, ich bin eine Pepsi? Das soll kein Alien sein? Klasse. Okay, jetzt verstehe ich das. Oh mein Gott. Wie unauffällig kann ich hier duschen? Ich glaube, die Izzy muss nicht ins Bad. Ich glaube, die hat oben warte mal, habe ich vielleicht eine Pepsi in meinem Inventar? Die ich glaube, ich gehe mal hier kurz duschen. Hoffe, dass sie das nicht sieht. Ja, das ist ja voll. Ich hab eine Coca-Cola. Ich schenke ihr einfach eine Coca-Cola. So. Okay, sehr gut. Dann haben wir unsere erste Mission erfolgreichst abgeschlossen. Nein, ich hab sie raus. So, okay, alles klar. Oh, jetzt reicht mir aber auch langsam. Ich glaube, Hausparty ist vorbei. Es ist jetzt schon hier bald abends. Also von daher würde ich sagen, wir schließen mal ab. Oh. Und, please leave. Oder ich gehe einfach erstmal raus hier so. Okay, sie geht raus. Okay, das ist gut. Und dann gehe ich jetzt erstmal zum Supermarkt. Und nachher sind die bestimmt alle weg. Okay. Sehr schön, sehr schön. Die geht zum Supermarkt. Das heißt, ich kann mir hier erstmal Essen holen. Hier sind noch andere Kinder. Das heißt, sie will überhaupt nicht merken. Oh, meine, die Alien wohnt gegenüber. Die Pepsi, meine ich. Wenn sie jemand nimmt, so. Wo ist jetzt nochmal der Supermarkt? Und Packung Schokolade. Wow, hier wohnt einfach ein Holzfäller. Und Cola. Alter, was ist denn das für ein geiles Haus hier? Ich glaub's ja nicht. Ey, so nice. Oh mein Gott, so ein Haus hätte ich auch gerne. So, sind ja ordentliche Menschen. Ich frage mich, wovon ich mit dem Haus hier redet. Wahrscheinlich das Braune da drüben. Auf hier, okay. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier zurück. Hallo, ich bin wieder zurück. Oh nein, alles klar? Ihr seid ja immer noch da. Was macht ihr hier eigentlich? Okay, ist das mein Kontostand hier? Ah, sehr nice, alles klar.
So, okay, habe ich euch den die fährt hier durch die Wohnung. Gezeigt? Die fährt hier durch die Wohnung wie eine Wahnsinnige. Have you seen my pool? Okay, da ist sie raus. Gehen wir mal runter hier. Das ist gut. Okay, dann gehen wir nämlich hoch. So. Easy. Da kannst du nämlich auch gut mit dem Fahrrad drin schwimmen im Pool. Genau, da einfach okay, oben fühle ich mich so viel sicherer. Diese Runden um die Kücheninsel, die sind ja gefährlich wie sonst was. Ich muss in das Main-Schlafzimmer, sonst kann ich nicht nach unten gucken. Warte, von hier kann ich auch nach unten gucken, aber... hier genau. Ist der Pool. Good for biking and for cars. Ja, da kannst du auch mit dem Auto drin fahren. Das ist das Beste da? So. Du kannst auch im Pool nicht Fahrrad fahren und Auto. Ich glaube, ich nappe eine Runde, aber ich weiß nicht, zu wie viel Schlaf ich komme. Ich versuche mich ein bisschen hinzulegen, bis sie sich ins Bett legt. Weil sie wird wahrscheinlich nachts schlafen, aber es ist jetzt gerade 2 Uhr nachmittags. Von daher ist es sau unauffällig. Oh, jetzt wird es ein bisschen Zeit für ein Mittagsschläfchen. Schlafzimmer. Oh. Warte, wie warst du da gerade? Oh Gott. Junge, wie viele Leute sind denn eigentlich in meinem Haus? Oh, das ist so gut, dass ihr andere Leute hier hat. Oh mein Gott, ich hab geschlafen. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Nein! Langsam, raus mit euch allen hier. Kann doch nicht sein, dass jemand in meinem Bett schläft. Oh nein. Okay, sie ist um die Ecke. Tür geschlossen. Dann gehe ich hier rechts rum. Tut mir leid, ich muss dich jetzt leider kurz rauswerfen. Okay. Entschuldigung. Das wird jetzt... Oh nein. Weißt du noch, dass ich hier bin? Nein. Leute hier. Oh Leute, hier versteckt sich jemand hier im Ofen. Hier versteckt sich einfach jemand in der Waschmaschine, damit die Easy dir nicht rausschmeißt. Du, Clara, okay. Du musst jetzt gehen, sorry. Party is over. Sorry, tschüss, Clara. Das werde ich sehr vermissen. So, warte mal. Okay. Oh mein Gott, kann man hier Oh, da ist noch jemand. Nee, so, einmal Regal. Raus hier. Schade. Irgendwo noch jemand übrig. Stimmt oben, oder? Okay. Hier? Das Ding ist, was jetzt? Ich sag, der einzige sichere Ort ist der Keller. Ich sag's nur ungern, aber es ist wahr. Ich will ungern im Keller schlafen, aber ich bin bereit. Aber ich höre hier doch noch was. Hier ist doch noch jemand. Oh nein. Ja, wo versteckt sich denn hier jemand? Oh Gott, ich komme hier auch nicht raus. Oben ist niemand und ist auch niemand. Warte, was ist mit dem Keller? Nein, nicht in den Keller. Okay, was ist denn in den Keller? Da gehen wir mal runter hier. So, warte. Zack, alles klar. Ist jemand hier? Nee. Hier vielleicht? Boah, das war knapp. Hallo? Das war knapp. Okay, ich lege mich hier rein. Hier sieht man mich nicht. Hier jemand? Hier bin ich richtig unauffällig. Oh, wer ist denn da nebenan eingezogen? Das Ding ist, ich habe einen neuen Nachbarn. Eigentlich würde ich schon gerne auch noch mal was machen. Also, nur schlafen ist gefährlich, sage ich. Nur schlafen ist saugefährlich, weil dann kommt sie einmal ins Zimmer und ich habe da keine Überwachung. Ich kann immer nur so für 10 Minuten kurz powernappen. Ich hoffe, das reicht. Okay. Was ich machen muss. Wir haben was gegessen. Ich habe noch ein bisschen Essen und Trinken dabei. Das ist okay. Easy schläft. Oh mein Gott, ja, Easy schläft. Okay, das heißt, vielleicht komme ich an den PC und kann ein bisschen spielen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Irgendwie müssen wir... Die ist einfach eingeschlafen auf dem Weg. Wo ist denn der PC? Ist der in ihrem Main-Schlafzimmer? Nee, ist er nicht. Hä? Ist er nicht. Ah, sie hat einen Laptop, glaube ich. Okay. Okay, dann wird jetzt Zeit für ein bisschen Yoga. Yoga. Wo macht man Yoga? Wo würde sie Yoga machen? Würde sie unten Yoga machen? Backflip! Oh, yes! Backflip. Und wir sneaken über den Boden. Oh ja, das ist Yoga. Ich glaube, sie weiß nicht, was Yoga ist. Wie schön. Okay. Hier ist mein Laptop. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen auf die Reling. Mäuselig. Friedlichst kann ich ein bisschen Dings spielen. Und ich sag, dann vergeht die Zeit wie im Flug. Und ich kann trotzdem mitkriegen, wenn was passiert. Oh, jetzt erstmal eine Cola trinken, damit ich heute Nacht gar nicht schlafen muss. Sie will nicht schlafen. Wieso will sie nicht schlafen? Easy, warum schläfst du nicht? Aus meinem Kühlschrank. Nein, die schläft doch sonst immer. Oh mein Gott. So, hier kann ich meine geheime Okay, wird sie hochgucken? Nein, sie hüpft hoch. Sie hüpft hoch. Ich glaube, ich brauche meine Leiter. Oh nein. Okay, ich muss den Laptop wegpacken. Das ist mir hier zu riskant. Oh Gott, warum geht sie denn immer dahin, wo ich gerade bin? Jetzt legt sie deine Leiter an, um da hochzugehen. Warum benutzt du nicht deinen Fahrstuhl, Mann, Mädchen? Ich klemme mich denn hier fest. Was ist denn das für ein Mist? Die hat ein teures Haus mit Fahrstuhl.
So, also hier über meine Geheimtreppe nehme ich erstmal die Leiter. Huh? Kann ja keiner damit rechnen. Ich bin hier in gefährlichstem Territorium. Ah, ich gehe erstmal eine Runde schlafen jetzt hier nach 5 Colas. Okay. Hä? Okay. Ha, Prank! Alter, ich gehe doch nicht einfach schlafen. Ich schlafe heute hier. Oh Gott. Okay. Ich gehe jetzt und lege mich ein bisschen in den Whirlpool. Ich sag, das ist eine sichere Aktivität. Sie ist oft scheinbar oben unterwegs und nicht unten. Wenn hier Geräusche sind, dann schiebe ich es auf die eine Person, die vor mir an der Tür steht. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin sicher. Vielleicht kann ich ein bisschen... Ah, nee, Laptop im Whirlpool ist gefährlich, glaube ich. Was war das? Oh, wie süß. Die hat ein Schild gemacht. Mit beste Mama. Und steht vor der Tür und will wieder reingelassen werden. Oh mein Gott. Ich habe was gehört. Hä? Wer bist du denn? Oh Gott, das ist überhaupt nicht ungefährlich. Oh, Busco Mama? Oh. Ja, dann komm halt rein. Ist okay. Denn alles aus Glas hier? Ist alles aus Glas, ne? Das ist saugefährlich. Alter, die hat den gleichen Rock an wie ich. Ey, das ist ja voll schön. Nein. Guck nicht in die Ecke. Sehr, sehr hübsches Schild, wirklich. Me adoptan. Ach so, sie. Wenn spricht sie Spanisch? Okay. Ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich bin hier in einer ganz gefährlichen Situation. Claro scheint auch Spanisch zu sein. Das wusste ich gar nicht. Okay. Das ja. Alles oder nichts. Ja, ich renne jetzt hinter ihr her. Nada. Okay. Und wo ist der Fahrstuhl? Wie kann ich denn jemanden adoptieren hier? Warte mal. Ich kann vielleicht jetzt ihre Leiter noch stehen. Nein, die ist auch weg. Verdammt. Oh, okay. Warte mal. Feuer in meinem Haus? Feuer in ihrem Haus? Oh, warte mal. Irgendwas ist hier. Oh nein, wenn das Feuer! Wenn sie den Ofen angemacht hat, ist tatsächlich Feuer in ihrem Haus. Oh, Wir haben Fuego! Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Weil eigentlich... Oh, was machen wir? Ich glaube, ich muss das Haus mitlöschen. Kann ich unauffällig das Haus mitlöschen? Ich denke, das geht. Okay, hier ein bisschen... Was machen wir denn? Hier, ich lösche die Küche, So, zack. Okay, das ist gut. Was ist das Feuer löschen? Hilf mir doch, ich hab dich doch gerade adoptiert! Okay, das Wohnzimmer ist fast gelöscht. Ich gehe mal nach oben. Obwohl, wird die Garage brennen? Oh mein Gott, ich muss hier vorbei. Ronja, kannst du versuchen, die Garage zu löschen? Was? Woher weißt du, dass ich hier bin? Du bist doch schon den ganzen Tag hier drin. Was? Ich sie? Nein! Dachtest du, ich merke das nicht, oder? Ich dachte, ich bin unauffällig. Ich bin 5 Mal in dich reingelaufen. Wie jetzt weißt du, dass ich hier bin? Ich dachte, ich bin voll sneaky. Ich renne hinter dir durch. Oh, Mann. Ja, gut. Aber nice try. Komm, wir müssen erstmal das Haus hier löschen. Ja, ich lösche das Haus. Mann. Okay, gut. Dann hat es offensichtlich, hat die Challenge fehlgeschlagen. Das andere Mädel hilft mir aber beim Löschen. Warte, wann hast du mitgekriegt, dass ich hier... So nach 2 Minuten. Verstehe. Nach 5 oder 10 Minuten, glaube ich. Okay, gut, dann war's das mit dieser Folge von Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Leider hat es diesmal nicht funktioniert und ich war wohl nicht sehr unauffällig. Aber wenn es euch trotzdem das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Die macht nämlich auch coole Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut, tschüss!